Herzlich willkommen bei MeinKick TV. Heute bei uns zu Gast Trainer Ralf Horst. Herr Horst, Sie heuerten mit großen Hoffnungen beim Gruppenligisten VfB Unterliederbach an und nach wenigen Monaten wurden Sie entlassen. Was waren die Gründe dafür? Erstmal guten Tag, hallo. Die Gründe war eigentlich der sportliche Misserfolg in Anführungsstrichen, wenn man das nach 7 Spieltagen schon beurteilen kann. Wir hatten nicht so einen guten Lauf und es wurde aber im Nachhinein, muss man schon sagen, dass der Druck schon enorm hoch war, auch gerade am Anfang. Wir hatten ein schwieriges Auftaktprogramm und die Punkte waren nicht so da, wie wir es uns erhofft haben. Dann hat man auch schon gemerkt, dass der Verein ein bisschen nervös wurde und auch schon ein bisschen Druck aufgebaut hat gegenüber dem Team, gegenüber dem Trainer, mit dem ich eigentlich normal sehr gut umgehen kann. Und, aber im Nachhinein war das dann, leider ist es in die falsche Richtung gegangen. Ja, man muss auch sagen, dass wir auch nicht gut gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Aber dass es alles so schnell ging, bin ich ganz ehrlich, war ich auch sehr überrascht, weil wir im Vorhinein, wo ich das Traineramt dann übernommen habe, viele Gespräche geführt hatten und eigentlich auch einen gemeinsamen Plan aufgestellt hatten, dass es nicht von heute auf morgen alles geht mit 12 Neuzugängen, mit 10 Leuten, die da geblieben sind. Das ist ganz klar, dass es da eine Zeit dauert, aber die Zeit habe ich nicht bekommen. Ja, aber war trotzdem eine schöne Erfahrung, habe immer noch mit den Jungs guten Kontakt mit den meisten, auch mit dem Verein, ist ein toller Verein, ja, also auch gute, jetzt gerade durch den neuen Kunstrasenplatz, gute Gegebenheiten, ja, aber es hatte halt nicht sollen sein und die Erfahrung habe ich mitgenommen, ja, aber für mich ist das Thema schon längst erledigt. Ich gucke zwar ab und zu noch, wie sie spielen, gerade so meine Jungs, die ich schon länger kenne, die jetzt auch erfolgreich spielen und ich wünsche dem Verein natürlich auch weiterhin den Erfolg und einfach nur, die eine oder andere Person sollte einfach nur ein bisschen ruhiger und alles ein bisschen oder mehr Zeit der Mannschaft geben, weil Erfolg hat sie ja und das sieht man jetzt aktuell auch und davon war ich ja von Anfang an auch überzeugt, ja. Sie waren 9 Jahre lang Trainer bei Viktoria Kelsterbach und haben den Verein in die Hessenliga geführt. Warum konnte Ihre Mannschaft in der Saison 2016-17 den Klassenerhalt nicht realisieren und musste sofort wieder absteigen? Ja, jetzt mit 2 Jahren Abstand war das eine tolle Erfolgsgeschichte, ganz klar. Also es war eine Mannschaft, die gewachsen ist mit mir zusammen, mit meinem Trainerteam zusammen und dann gekrönt mit dem Aufstieg in die Hessenliga. Was für den Verein, für uns als Spieler oder für die Spieler oder für uns als Trainer natürlich schon Neuland war. Im Nachhinein muss man sagen, dass wir einfach gerade am Anfang der Saison, wo wir tolle Spiele gemacht haben und alles sehr unglücklich Punkte dann haben liegen lassen, wie oft wir da in der Nachspielzeit Tore kassiert haben zum Ausgleich oder auch zur Niederlage. Und die Punkte, die uns in den ersten 7 Spielen, weil mit dem 8. Spieltag haben wir dann unseren ersten Sieg endlich geholt, die wir da haben liegen lassen, die konnten wir dann einfach, muss man ganz klar sagen, während der Laufen der Saison nicht mehr einholen. Trotz allem, wir sind ja auch nicht von unserer Linie abgegangen. Wir konnten wir auch gar nicht, dass wir finanziell da jetzt einen Sprung machen konnten und dann ein bisschen einkaufen konnten in der Hessenliga. Wir sind mit der 85% der Aufstiegsmannschaft in die Hessenliga gegangen und haben da ein bisschen ergänzt. Und deswegen, um das jetzt abzurunden, war das eine sehr, sehr schöne Geschichte für uns. Aber letztendlich haben wir am Anfang der Saison die Punkte liegen lassen, die wir zum Klassenerhalt benötigt hätten. Ja. Sie markierten 2007 in einem Testspiel gegen Ihren Lieblingsclub Eintracht Frankfurt ein sehenswertes Freistoßtor. Kann man heute noch anschauen. Was war das damals für ein Gefühl für Sie, gegen die Bundesligamannschaft zu treffen? Das war natürlich überragend. Also das war auch, muss man vielleicht auch dazu sagen, ein Spiel zu 100-jährigen Jubiläum von der Viktoria. Und das war das letzte Testspiel in Anführungsstrichen für die Eintracht-Profis, damals Trainer Funkel. Und die sind hier wirklich eine Woche vor Saisonstart mit der vollen Kapelle aufgelaufen. Also war für uns unfassbar. Und ich als Eintracht-Fan war damals auch Kapitän, war das natürlich ein Festtag für mich. Ja? Also ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und habe dann natürlich auch Bedenken gehabt, in Anführungsstrichen, dass es schon relativ deutlich wird, logischerweise vor dem Spiel. Und dann haben wir, unser Torwart, fällt mir da noch ein, der Björn Mauber, der ja auch jahrelang bei mir im Trainerteam als Torwarttrainer tätig war, da hat er sensationell gespielt und hat alles gehalten. Und wenn man überlegt, dass ich in der, ich glaube, 38. Minute das 1-1 markiert habe und wir damals als Verbandsligist gegen eine Bundesligamannschaft, wie gesagt, mit Amanatidis, Meyer, Albert Streit, Nikolov, was weiß ich, wer da alles mitgespielt hat, das war für uns ein überragendes Erlebnis. Und dann das 1-0. Ich muss ehrlich sagen, meine ganze Laufbahn habe ich, glaube ich, nie einen direkten Freistoßtor geschossen. Und da ist es mir geglückt. Ich weiß noch nicht heute, wie es genau gefallen ist, aber
ist halt so ein Tag, wo man im Fußball oder generell im Fußball gibt es manchmal so Sachen, die man nicht erklären kann. Momentan sind Sie auf der Suche nach einem neuen Verein. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass Sie demnächst einen neuen Club übernehmen? Also ich werde jetzt nicht mehr, also ich gucke schon ein bisschen hinter die Struktur des Vereins, meiner Meinung nach. Also ich möchte dann, und das war, hat uns ja auch jahrelang ausgezeichnet, und was für mich sehr wichtig ist im Trainerbereich, also als Trainer, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und das war, wie gesagt, bei meiner letzten Station leider nicht so, aus meiner Sicht. Und das war auch mein Grund zum Scheitern. Und das suche ich mir natürlich aus. Natürlich kenne ich viele Vereine, ja, ob hier mein Taunuskreis oder auch im Frankfurter Raum. Ich bin ja normal Frankfurter und kenne natürlich auch viele Geschichten von den Vereinen. Aber ich möchte als Trainer immer eine junge, willige Mannschaft haben, die Ziele hat und mir als Trainer das einfach vom Verein aus leicht macht, das Ziel mit der Mannschaft zu verfolgen und in den Trainingseinheiten zu verwirklichen. Und ohne, ohne Vertrauensbruch vom Verein aus oder von der sportlichen Leitung aus. Und das ist so mein Kriterium für meinen neuen Job, wenn ich eine Anfrage hätte. Und das lege ich natürlich dann in die Waagschale. Ich kann mir alles vorstellen, kann mir auch Senioren, kann mir auch Jugendfußball vorstellen. Ich will einfach, wie gesagt, eine Mannschaft haben, mit der ich was erreichen kann, die Lust hat und der Verein mich da vollkommen unterstützt. Weiß man auch nicht immer im Vorhinein, muss man auch ganz klar sagen. Aber das sind so meine Ansprüche an den Verein, mit denen ich vielleicht demnächst zusammenarbeiten werde. Ja. Herr Horst, vielen Dank für das Interview und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.